eine Art Kristall. Noch eine eigenartige Pyramide, aber diese Riegel kann ich nicht öffnen. Nee. Nüscht. Dann gucken wir uns mal weiter in diesem Raum um, wenn es da noch was gibt. Ach, Moment. Geht auch nicht. Ein kleines Zahnrad. Es ist nicht verbunden. Ja, ach. Gab es hier nicht noch eine andere Etage? Müssen wir vielleicht doch noch was hier mitmachen? Ah! Haha! Haha, haha, haha. Okay. Oh. Ein Metallring. Ich kann dieses große Zahnrad vielleicht irgendwie drehen. Hiermit? Scheint eine Art Fassung zu sein. Ah. Ein Kurbelgriff. So. Der Griff hat sich aus der Fassung gelöst. Das heißt, wir brauchen den nochmal. Ah, das war das. Okay. Also hier unten sehen wir ein Bild und das müssen wir hier oben nachmachen. Achso. Ja, das müsste das sein. Und dann scannt man das quasi so und dann sagt er, yo, ist richtig. So, und die müssen wir jetzt hier in diese Dinger reinkriegen. Ich denke immer andersrum. So. Hätten wir den ersten. Nummer 2. Haben wir erstmal die einfachsten. Ups. Nummer 2. Ich denke immer falsch rum, ey. So. Jetzt noch den letzten.
nächstes Löchelchen, wo wir rein können. Was haben wir denn hier? Ah, das ist das, okay. Ach, Moment, da oben kann man auch noch was schieben. Da haben wir jetzt wieder das Gleiche. Ja. Jo. Ein Zahnrad. Okay. Kommt das hier hin? Ja. Ich glaube schon. Es ist aber auch gefährlich, das da im laufenden Zustand einzusetzen. Aha, da ist die Treppe, die ich gesucht habe. Okay. Da passt dieses Ding rein. Ich würde die ganzen Mechanismen von The Room mal liebend gerne in Real Life sehen. Ja! Also spiel halt so in echt. Oh no, nicht das. Perspektive, Junge. Perspektive. Schulz. Diese... Alter, wie viele Fruchtfliegen habe ich denn hier? Ist ja schlimm. Das Ding kommt in den goldenen Kasten. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ne, ich glaube nicht. Alter, geht die Glocke da ab. So. Das kommt da rein. Ach genau, da hatte ich das letzte Mal auch Probleme, weil... Ach, das war gut, genau. Da konnte man nämlich irgendwie...
Man muss nicht wirklich kapieren, wie Schach funktioniert. Es wird ja einem ziemlich gut gezeigt, wenn man das einfach anklickt. Ja. Aber das ist halt so ein kleines Schachrätsel gewesen. Und ich kann kein Schach. Nee, Moment. Ja, das da habe ich gesucht. Hier gab es nämlich zwei. Das da. Ups. Das da. Und dann kann man das hier irgendwie so durchziehen. Ich weiß zwar noch nicht, wo das hin muss. So. Das kann man nochmal irgendwie drehen und dann so. Und das kann man auch nochmal benutzen. Ja. Nö. Ist da noch irgendwas anderes dran in der Kiste? Oder muss man das aufklappen? Ah. Da passt dieser Griff rein. Ich sag das jetzt so, als ob das so selbstverständlich wäre, als ob ich die volle Ahnung davon hätte. Ja, Trial and Error, ja, natürlich. Ach, da hat sich doch was geöffnet. Ich gehe einfach aus dem Raum rauf. Nee, brauche ich nicht. So, jetzt haben wir hier wieder so ein lustiges Rätsel. Ach genau, die kann man drehen, ne? Das passt. Drei Punkte. Ganz viele Punkte. Und zwei Punkte, ein langer. Zwei Punkte, ein da. Das müsste das, glaube ich, sein. Ja. Ein Griff mit einer Fassung. Ah, das passt für die Tür. Löst das Rätsel und haust einfach ab. Standard. Ach, Moment. Was ist das? Eine Ballerina-Figur. Dann nehmen wir diese Tür hier. Kann man das so dran machen und irgendwie in eine Richtung drehen. Und da geht's in den Keller. Da ist man ja sehr gerne. Vor allem in so einem morschen Haus. So, was ist das? Das ist ein Schlüssel.